hoffe, es hilft. Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ganz offensichtlich höre ich mir das Gegacke einer Henne an. Versucht nicht, den Narren zu spielen, junger Mann. Ich versichere euch, wenn ich den Narren spielen wollte, wäre ich weitaus überzeugender. Eure spitze Zunge wird euch nochmal in Schwierigkeiten bringen. Ihr werdet überrascht, wohin mich meine Zunge schon überall gebracht hat, Hochwürden. Konntet ihr das Gebiet kartografieren? Ich habe getan, was ich konnte, Euer Gnaden. Hier gibt es nichts außer viel Platz. Wenn es hier nichts von Wert gibt, kann Korypheus diese Ruinen von mir aus haben. Die Wüste gewinnt allein durch eure Gegenwart unglaublich an Wert, Späherin Harding. Wann habt ihr euch das denn ausgedacht? Ich hatte unterwegs ein wenig Zeit. Ich habe etwas gefunden. Alte Zwergenruinen an der Oberfläche. Das ist eigentlich unmöglich, aber seht selbst. Die roten Templer graben sie aus unter den wachsamen Augen der Venatori. Was auch immer sie wollen, wir müssen es vor ihnen finden. Ich habe nordwestlich von hier rote Templer gesehen. Vielleicht sollten wir mit ihnen anfangen. Ich fand bei einem von ihnen diese Karte. Vielleicht geht aus ihr hervor, wohin sie wollen. Viel Glück. Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bett. Das könnte uns helfen. Seid gegrüßt. Unser soll sein die Bürde des Wissens, um es in die Erde zu tragen und uns als würdig zu erweisen. Ich hätte nicht erwartet, hier eine Pilgerin anzutreffen, geschweige denn eine Kantorin. Die Rechtschaffenen sollen das Wort des Erbauers in jeden Winkel seines Hauses tragen. Verstehe, na dann.
Viel Glück.
der Sand so weit? Saugerei. Sind das Lichter am Horizont? Das könnte ein Lagerfeuer sein. Sehen wir uns das mal an. Thank you.
dieser Wüste denn überall? Seht es positiv. Vielleicht finden wir so schnell heraus, was Sie wollen. Wir uns mal um. Yeah!
Thank you.
sich die richtige Lösung. Vielleicht sollten wir diese Inschriften etwas genauer lesen.
Eine Grabkammer, denke ich.
aufgefallen, dass Zwerge für ein Volk ohne Magier erschreckend viel Magie benutzen? Euch etwa? Ich persönlich glaube ja, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Wir können keine Feuerbälle werfen oder jemandem den Arsch wegblitzen. Also haben wir Runen, die unsere Schwerter brennen lassen.
Varric, ihr habt schon einmal gegen Korypheus gekämpft? Ich denke zwar nicht gerne daran zurück, aber ja, das habe ich. Und ihr habt ihn getötet. Wart ihr sicher, dass... Endlich sehe ich einmal ein neues Gesicht. Hütet euch vor diesen Magiern aus Tevinter. Die sind nicht so freundlich wie Jägerin Mac. Das bin übrigens ich. Wisst ihr, was die Venatori-Magier hier machen? Die meiste Zeit streiten sie sich. Ich denke, sie suchen einen Zugang zu diesem Grab mit den beiden Statuen. Das ist aber fest verschlossen, soweit ich es beurteilen kann. Sollte ich auf irgendetwas achten? Seid vorsichtig, wenn ihr eure Wasserschläuche füllt. An der Oase gibt es mehr Monster als normales Getier. Warum seid ihr hier draußen? Welches Wild jagt ihr? Kein Wild. Ich beschaffe edle Felle und glänzende Zähne, die in Orlais verkauft werden. Ich bin nicht die einzige Jägerin hier. Val Royeaux will immer nur das Beste. Ihr könnt ein Vermögen machen, wenn ihr seinen Hunger stillt. Stachelrücken zum Beispiel. Die waren letzten Winter der letzte Schrei in Sachen Herrenhüte. Lebt wohl. Hört auf die Winde.
Wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Immer noch sandig.
vollständig verschüttet. Was jetzt? Die Venatori wollen in diese Gräber. Sehen wir uns mal um. Vielleicht haben sie einen anderen Zugang gefunden.
Eines der elfischen Artefakte ist ganz in der Nähe. Schutzzauber zeigen Wirkung. Varric, ihr habt schon einmal gegen Korypheus gekämpft? Ich denke zwar nicht gerne daran zurück, aber ja, das habe ich. Und ihr habt ihn getötet. Wart ihr sicher, dass er tot ist? Ja, worauf wollt ihr hinaus, Griesgram? Er hat die Explosion überlebt, die das Konklave zerstörte. Wenn er eine Explosion überleben kann, die einen Berg zum Einsturz bringt, täten wir gut daran herauszufinden, wie er das angestellt hat. Selbst wenn wir das wüssten, was hätten wir davon? Die Wächter konnten ihn nicht töten und die hatten 1000 Jahre Zeit, sich eine Möglichkeit zu überlegen. Zwerge haben eine Kolonie an der Oberfläche gegründet. Absichtlich. Das ist in der überlieferten Geschichte noch nie dagewesen. Ganz genau. Echte Zwerge mögen die Oberfläche nicht. Echte Zwerge sagen, den Stein zu verlassen bedeutet den sicheren Tod. Wer auch immer das hier gebaut hat, hat sich ein Teufel um Traditionen geschert.
von ihm. Ein famoser Wachturm. Mit scharfen Augen sieht man von hier eine Maus, die durch den Sand trippelt. Dann sollte die Inquisition diesen Ort besetzen. Sir. Braucht ihr mich heute noch? Ich denke schon. Lass mich kurz einen Blick auf meine Brände werfen. Wollen wir doch mal sehen. Wir stehen euch zu Dienst. Dann wollen wir doch mal sehen.
Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ganz offensichtlich höre ich mir das Gegacke einer Henne an. Versucht nicht, den Narren zu spielen, junger Mann. Ich versichere euch, wenn ich den Narren spielen wollte, wäre ich weitaus überzeugender. Eure spitze Zunge wird euch nochmal in Schwierigkeiten bringen. Ihr werdet überrascht, wohin mich meine Zunge schon überall gebracht hat, Hochwürden.